Moin, Tag und Hallo hier bei Fifi Grill & Cooking, hier aus Moers am schönen Niederrhein, heute mal wieder aus meiner Küche. Heute gibt's was unglaublich Leckeres, heute gibt's einen Schaschliktopf. Den würde ich normalerweise wahrscheinlich im Dutch Oven machen, heute aber, um auch mal zu zeigen, dass das in der Küche gar kein Problem ist, im Bräter, im Backofen. Was ich alles dafür benötige und wie das dann alles gleich funktioniert, das zeige ich euch hier in meinem neuen Video. Die Mengenangaben, die schreibe ich euch natürlich wie immer in die Videobeschreibung. Ja, ihr Lieben, gut 3,5 Stunden später kommt dann diese Leckerei hier aus dem Ofen. Das duftet hier so herrlich, so fantastisch, das ist einmalig. So, dann baue ich jetzt die Kamera mal schnell um und dann wird probiert. Oh, ich freue mich schon. Ja, da ist die Leckerei, unser Schaschliktopf aus dem Backofen. Das duftet so herrlich. Ich werde da jetzt gleich mal reinfassen. Ich bin mir relativ sicher, dass ein Messer überflüssig sein wird. Entschuldigung, aber Zähne sind eigentlich auch überflüssig. Boah. Der Schweinenacken ist super zart. Die Soße schön fruchtig, würzig. Ich muss noch einmal. Die Zwiebeln, der Knoblauch, der Paprika, die geben natürlich unheimlich schönes Aroma. Das hier solltet ihr unbedingt mal nachmachen, wirklich. Das lohnt sich. Ob mit Nudeln dazu, ob mit Pommes dazu, ob mit Kroketten dazu, einfach ein Stück Brot dazu oder einfach nur so wie ich jetzt hier beim Probieren pur. Das schmeckt.
wunderbar. Die Zutaten, wie er gesehen hat, sind sehr einfach. Einige wirken vielleicht auch ein bisschen, naja, nicht gerade wie aus dem Reformhaus, aber mega lecker. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch mal einen Daumen nach oben da, einen freundlichen und wohlwollenden Kommentar und im besten Fall natürlich ein Abo, denn ihr wisst genau, ein Abo bringt mich ein ganz kleines bisschen weiter, euch eventuell ein bisschen Spaß und vielleicht gelingt es mir dadurch auch ein bisschen mehr Reichweite zu bekommen, um noch vielen anderen Leuten solche Leckereien hier zu zeigen. Ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal hier bei Fifi Grill & Cooking. Macht's gut, ihr Lieben.